Es ist 18.30 Uhr Punkt. Alle, die pünktlich waren sozusagen zum Beginn, können den Anfang des Vortrages miterleben. Mein Name ist Werner Ilsinger. Herzlich willkommen in der Digital Society. Für all diejenigen, die sich wundern, dass unten das Türschild noch nicht ganz korrekt beschriftet ist, das ist deswegen, weil wir hier noch relativ frisch herinnen sind. Und wir sind auch heute noch dabei, einige Dinge erst auszuprobieren und auszutesten. Wir sind gerade drauf gekommen, dass sich der Flaschenöffner nicht dafür eignet, Prosecco-Flaschen aufzumachen. Deswegen haben wir noch einen organisieren müssen. Und es werden sicher auch noch einige andere Dinge noch nicht ganz so rund laufen, wie sie laufen sollten. Es ist nämlich unsere allererste Veranstaltung. Für diejenigen, die noch später dazugestoßen sind und sich noch keinen Sekt geholt haben oder Prosecco geholt haben, es steht da hinten noch Prosecco und Prosecco Orange und ein paar andere Getränke auch noch. Bitte sich einfach zu bedienen und dann Platz zu nehmen. Kurze Vorstellung des Vortragsduos sozusagen heute. Mein Name ist Werner Ilsinger, ich bin der Präsident der Digital Society und der Christian Haberl ist eigentlich der Spezialist auf dem Thema, das ich heute vortragen werde. Die Idee ist, dass der Vortrag auch vor allem für Nicht-Spezialisten geeignet sein sollte. Deswegen tragt nicht der Christian alles vor. Das heißt, den größten Teil werde ich bestreiten und wir werden heute ein bisschen Doppelkonferenz machen. Was ganz wichtig ist, ist, bitte auch einfach dazwischen platzen, wenn es Fragen gibt, wenn es Anmerkungen gibt, wenn es Zwischenrufe gibt. Also einfach dazwischen platzen, Hand hoch und rein. Also es soll interaktiv sein, wir sind ja auch nicht allzu viele, also wir schaffen das sicher, dass wir in der Gruppe auch ein bisschen interaktiver sind und diskutieren. Und das Ganze soll dazu dienen, dass wir alle miteinander was lernen. Und die Veranstaltungsreihe steht unter dem Namen Digital Society Digitalk. Vielleicht kennen einige den Begriff Digitalk auch. Die Meral Akin-Hecke hat ja einmal eine Serie gemacht zum Thema Digitalisierung und digitale Einführung in die digitalen Themen. Und wir haben einfach die Meral gefragt, ob wir den Begriff fortführen dürfen, weil die Meral hat diese Veranstaltungen vor ungefähr 3 Jahren eingestellt, macht jetzt werdedigital.at und verwendet den Begriff Digitalks nicht mehr. Und wir dachten, Digital Society und Digitalks, das passt irgendwie gut zusammen und deswegen haben wir uns den Namen ausgeliehen. Ganz kurz ein paar Worte zur Digital Society. Wir haben ein Visionsstatement generiert, weil wir gesagt haben, man sollte wissen, wofür die Digital Society eigentlich steht. Und unsere Vision ist die freie digitale Welt, in der die öffentliche Verwaltung transparent, die Privatsphäre geschützt und der Zugang zu Wissen und dem Netz frei ist. Und Firmen und Konsumenten sollen als Partner zum gemeinsamen Vorteil agieren. Das hört sich alles ziemlich gut an. Und ich glaube, in vielen Bereichen funktioniert es auch. Also wenn man sich anschaut, ich weiß es nicht, mein Kreisler im Pressbaum, wenn man dort einkaufen geht, dann funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Konsument und Kreisler eigentlich ganz gut. In manchen Bereichen funktioniert es vielleicht nicht so gut, weil halt ein bestimmtes Übergewicht da ist und mit dem muss man halt schauen, wie man damit umgeht. Die nächste Geschichte ist, was will die Digital Society eigentlich tun? Und wir haben da einen Kreis generiert, wo wir gesagt haben, der grüne Bereich ist, wir wollen forschen. Klingt jetzt übertrieben, aber die Idee dahinter ist, wir schauen uns einfach an, wie die digitale Welt heute so ausschaut. Und wir versuchen, die Informationen zu dem Thema einfach zusammenzutragen und zu dokumentieren. Der zweite Bereich ist Entwicklung oder nennen wir es Diskussion. Da geht es darum, über das, was wir jetzt gelernt haben, wie die digitale Welt ausschaut, uns zu überlegen, wie es gescheiter sein könnte. Was Dinge sind, die gut funktionieren und welche Dinge man vielleicht verändern sollte. Und dann gibt es 2 Dinge, an denen man ansetzen kann, was zu verändern. Entweder man versucht selbst was zu verändern, das fällt so in diesen Themenbereich Bildung hinein. Das ist zum Beispiel eine Bildungsveranstaltung, die wir gerade machen. Wir versuchen einfach Dinge zu erzählen, Leuten zu helfen, Dinge zu verstehen,
und auch unseren Standpunkt rüberzubringen und zu schauen, ob denn die anderen auch der Meinung sind, der wir sind. Und das, was man gar nicht hören möchte, weil das Wort irgendwie einen schlechten Beigeschmack hat, aber ohne dem geht es vermutlich nicht, Politik und Lobbying. Weil wenn man sagt, man möchte irgendetwas verändern, dann gibt es zumindest in Österreich ein hohes Haus, wo Leute drinnen sitzen, die abstimmen dürfen und die für uns abstimmen sollten. Und denen muss man mal beibringen, was eigentlich so unsere Meinung ist. Und das nennt man im Großen und Ganzen Lobbying. Der nächste Punkt ist, wir müssen schauen, damit wir als Digital Society unabhängig sind, dass wir uns auch unabhängig finanzieren. Weil, wenn wir gesagt hätten, wir machen diese Veranstaltung für Facebook und wir schauen, dass wir Werbung machen dafür, wenn man Facebook Werbung macht, vielleicht hätten wir von Facebook Geld gekriegt, damit wir diese Veranstaltung hier auch finanzieren können. Wahrscheinlich würden dann hinten Brötchen stehen oder ein warmes Buffet und würde alle Annehmlichkeiten geben dazu. Aber das Problem ist, dann müssten wir halt das erzählen, was die Herren wollen. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir würden gerne versuchen, dass wir die Digital Society dreigeteilt finanzieren, aus privaten Töpfen, Mitgliedsbeiträge von Privaten, aus der Wirtschaft, Mitgliedsbeiträge von Firmen, und zwar auch durchaus von großen, aber auch von vielen kleinen. Und wir hätten gern geschaut, ob wir auch vom Staat ein bisschen Geld bekommen können für Projekte, die wir machen wollen. In vielen Bereichen wird wahrscheinlich der Staat oder staatliche Institutionen nicht Mitglied bei uns werden, aber es gibt durchaus Dinge, die wir tun können, wo der Staat vielleicht dort oder da sagt, das ist was Klasses, dass die das machen, da zahlen wir was dazu. Das ist unser Plan. Das heißt, meine Bitte an alle Anwesenden, wenn ihr glaubt, dass das gescheit ist, was wir tun, dann würden wir uns natürlich erstens über eine Mitgliedschaft freuen und zweitens über Werbung in eurem Bekanntenkreis. Weil wenn jemand sagt, cool, da bin ich dabei, das gefällt mir, ist übrigens das, was wir dann in Facebook auch gleich sehen werden, dann wirkt es viel, viel mehr, als wenn wir versuchen, jetzt Geld einzuwerfen und bei Facebook Werbung zu schalten, was wir auch tun. Jetzt ist immer die Frage, was ist für mich da so drinnen? Bei uns, wenn man Mitglied wird, dann werden wir versuchen, die Interessen unserer Mitglieder zu schützen, zu vertreten und zu schauen, dass wir natürlich auch zu einer gemeinsamen Meinung kommen. Weil damit, dass man quasi Interessen vertreten kann, muss man zuerst wissen, was denn die Interessen der Mitglieder sind. Mitarbeit in Arbeitsgruppen. Ich habe am Anfang gesagt, wir wollen Lösungen erarbeiten. Diese Arbeitsgruppen sollen dazu dienen, dass man eben an diesen Lösungen arbeitet und daraus sozusagen Möglichkeiten aufzeigt, wie es besser ginge. Wissen und Weiterbildung, solche Veranstaltungen wie diese hier, sollten wir hoffentlich viel, viel mehr haben als diese eine, mit der wir jetzt gestartet sind. Auch zielgruppenorientiert, weil wir wissen, dass zum Beispiel ältere Personen unterschiedliche Ansprüche haben zu Jugendlichen. Da muss man halt schauen, dass wir die auch genau erreichen und natürlich auch die Wirtschaft andere Interessen hat als ein Privatanwender. Wir wollen versuchen, dass wir über unsere Experten, die wir haben, auch kostenlose Beratung anbieten, so gut es geht. Eine gute Gelegenheit sind immer solche Treffen auch, weil wenn Leute da sind, die sich auskennen, dann kann man es auch gleich fragen und schauen, ob man Lösungen dazu kriegt. Und wir haben jetzt schon ein Listchen von Vergünstigungen, wo Partnerunternehmen sagen, da gibt es was günstiger. Ich muss zugeben, die Vergünstigungen sind nicht mehr ganz so toll, wie sie vor 20 Jahren einmal waren, weil ihr wahrscheinlich alle wisst, in Zeiten von Geizhals und anderen Dingen ist es halt nicht mehr ganz so leicht, dass die Firmen auch ganz tolle Vergünstigungen anbieten, aber wir haben immerhin ein Listchen von Partnerunternehmen, die sozusagen uns da was anbieten können. Und wer sich interessiert dafür, mehr Informationen gibt es auf unserer Homepage und unter dem / mitmachen gibt es auch die Möglichkeit, sich online anzumelden. So, jetzt Ende der Werbeeinschaltung. Das Thema ist jetzt, wer ist eigentlich Facebook? Wer ist Facebook? Ein Unternehmer. Ein Unternehmen, ja. Zuckerberg habe ich gehört. Alphabet. Mark Zuckerberg. Hm? Alphabet. Alphabet, nein, das ist Google. Gut.
Also Facebook assoziiert man im Normalfall mit dem blauen F. Aber Facebook besteht nicht nur aus dem blauen F, das ihr vermutlich alle hin und wieder verwendet, sondern Facebook besteht aus 1,59 Milliarden Facebook-Nutzern, 900 Millionen WhatsApp-Nutzern, 800 Millionen Facebook-Messenger-Usern, 400 Millionen Instagram-User, gehört nämlich auch dazu, und dann gibt es noch ein paar andere Dienste, die da unten stehen, wie zum Beispiel 950 Millionen Safety-Check, komme ich dazu, oder 19 Millionen Internet.org-User. Weiß jemand, was Internet.org ist? Der Mark Zuckerberg versucht, in Gegenden, wo sich die Leute kein Internet leisten können, gratis Internet anzubieten. Vollständig selbstlos. Die indische Telekom-Regulierung hat in Indien gerade vor ein paar Wochen das Internet.org verboten, weil es gegen ein Prinzip verspricht, das uns die Europäische Union vor kurzem ja auch versprochen hat, nämlich die Netzneutralität. Weil Internet.org ist kein Internet, sondern Internet.org ist ein bisschen ein Internet über den Proxy-Server von Facebook und ich kann mir dort ausgewählte Seiten im Internet anschauen. Also Facebook natürlich und auch Wikipedia vielleicht und ein paar andere Dienste, aber den Rest sehe ich nicht. Und nachdem das Ganze sozusagen von Facebook gefiltert wird, hat die indische Telekom-Behörde gesagt, das ist eigentlich kein Internet und Facebook kontrolliert hundertprozentig, was derjenige sieht und damit haben die das in Indien verboten. Es gibt in anderen Bereichen ganz, ganz große Streitereien zu diesem Thema, aber wie gesagt, da ist eben auch die Idee, eben ein ganzer Haufen Benutzer zu erreichen, wo ich eben Facebook an den Nutzer bringen kann und dort eben auch weitere Kunden sozusagen gewinnen kann. Und was auch spannend ist, bitte? Internet.org ist quasi weltweit oder jetzt nicht weltweit, aber sehr, sehr weit verbreitet und bietet dort ein, nennen wir es mal Facebook nennt. Also es bietet sowas an wie, wie hat denn das früher geheißen? AOL und diese Dinge, also eine geschlossene Benutzergruppe, wo ich halt nur gewisse Dinge zulasse. Und das Internet.org heißt jetzt übrigens auch Free Basics, falls man es hört. Das haben sie umgetauft, Logo ist aber das gleiche geblieben. Und das gibt es vor allem in Gegenden, wo halt die Leute sich nicht so viel leisten können und in Zusammenarbeit mit Mobilfunkern. Das heißt, es wird mit einem Mobilfunker Vertrag geschlossen und ich kann dann über das Mobilfunknetz von dem einen Mobilfunker sozusagen ins Internet gehen. War übrigens auch einer der Kritikpunkte, weil das natürlich auch ein Problem ist, dass es halt nur einer der Mobilfunker in dem Land anbietet, die anderen halt nicht. Ne? Darf ich da auch gleich was zwischenfragen? Ich habe gehört, es gibt auch die Drohnen, die über afrikanische Dörfer fliegen und aus der Luft dann quasi Internet bereitstellen. Jetzt bin ich mir aber selber nicht sicher, ist das Google oder ist das auch Facebook? Ich glaube, es ist Google. Okay. Also ich glaube, das ist Google. Google versucht das nämlich auch zu tun, eben Internet zur Verfügung zu stellen. Aber wie gesagt, das ist Internet.org oder Free Basics ist eben über Mobiltelefone. Mag sein, dass da auch irgendwann einmal andere Dinge passieren, aber derzeit funktioniert es über Mobiltelefonie. Was ganz spannend ist, ist da unten diese Brille, die man sieht. Da steht drunter Samsung Gear VR, wie es Oculus Software. Oculus Rift, sagt euch vielleicht etwas, ist eine Virtual Reality Brille, die man aufsetzen kann und mit dem ich zum Beispiel Spiele spielen kann. Auch die gehört zu Facebook. Darf ich vielleicht noch zu den Zahlen, die da oben aufgeführt hast, was Samsung, da bin ich so kurz eine Studie, die ich jetzt nicht zitieren kann, wenn man es vorbereitet hat, aber eine Studie gesehen, da wurde analysiert auf Android-Smartphones, wie viel Zeit in den verschiedenen Apps verbracht wird, in einer bestimmten Altersgruppe, die geht jetzt auch nicht aus, weil ich weiß, wahrscheinlich jugendliche Altersgruppe, und da ist rausgekommen, dass 70-80% der Zeit, die man am Smartphone verbringt, in Apps verbracht wird, die zu dem Facebook-Konzern gehören. Da zählt WhatsApp dazu, da zählt Instagram dazu, Facebook Messenger und Facebook selber. Und das zeigt natürlich schon auch die Aufmerksamkeit, die hier auf dem Smartphone einfach Facebook zuteil wird. Vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen kann, ist, warum hat Facebook denn WhatsApp gekauft? Ich glaube, die Grafik zeigt es ganz gut. Das sind die ersten 4 Jahre der Existenz dieser Dienste.
Sie ist natürlich nicht das gleiche Jahr, sondern das sind verschoben. Und ab dem Zeitpunkt, wo der Dienst gegründet wurde, auf viel Benutzer sozusagen der Dienst gekommen ist. Und WhatsApp ist in den ersten 4 Jahren auf 420 Millionen Benutzer gekommen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das mehr als doppelt so viel, als Facebook zum Beispiel in den ersten 4 Jahren gehabt hat. Was wir auch sehen, ist, dass vor allem jugendliche Benutzer ausschließlich in WhatsApp leben. Also die stehen in der Früh auf und wir sehen öfter auch die Witze über die Zombies, die auf der Straße rumrennen und auf dem Smartphone rumtippen. Ihr habt sich vielleicht auch schon gelegentlich ertappt dabei, aber die Jungen sind vor allem in WhatsApp unterwegs und unterhalten sich den ganzen Tag in Wirklichkeit mit den Freunden über WhatsApp. Facebook wird auch verwendet, das ist eher, geplant und gezielt, dass ich mich dann vor dem Computer werfe oder am Smartphone Facebook aufmache und reinschaue. Und das, was also einer der Hauptgründe ist, ist, dass in WhatsApp keine Werbung geschaltet wird. Und damit sagen die Kids, das nervt nicht so und das lenkt nicht so ab. Und Facebook hat auch zugesagt, dass sie nicht planen, in Zukunft Werbung auf WhatsApp einzuführen. Warum hat der Konzern dann 19 Milliarden $ auf den Tisch gelegt, wenn er mit Werbung sein Geld macht und verspricht, keine Werbung zu machen? Weil er sicher sehr viele Daten oder Infos über die WhatsApp-Applikation beziehen kann. Weil er sicher viele Daten über die WhatsApp-Applikation beziehen kann, ja. Aber es gibt auch einen Plan für die, wie es so schön heißt, Monetarisierung, das heißt, wie ich aus dem Dienst Geld raushole, und zwar um Kommunikation zwischen Benutzern, die WhatsApp verwenden, und Firmen einzuführen. Und da sagt Mark Zuckerberg, er will gerne das langsam machen und die Leute sozusagen langsam daran gewöhnen, an die Vorteile, dass ich vielleicht da mit meiner Bank über WhatsApp kommunizieren kann und dass die Bank mir dann auch Informationen zuschicken kann. Aber das will man sozusagen nicht über die Brechstange machen, weil wenn man es über die Brechstange macht, dann rennen die Leute davon, weil es dann genauso Werbung kriegen wie auf den anderen Kanälen. Damit macht das Ding keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehen wirst, aber was ja auch interessant ist, vor ein paar Tagen hat WhatsApp die End-to-End-Verschlüsselung für Nachrichten eingeführt. Das heißt, sie bekommen zwar Daten, sie wissen, welche User mit welchen User kommunizieren, aber sie bekommen nicht die Daten, die Inhalte der Nachrichten. Die sind ab sofort End-to-End verschlüsselt. Also das ist auch interessant. So wie es zum Beispiel Google macht, indem sie ihre Google Mails auswerten nach Stichworten und dann wissen sie halt, wenn du oft über gewisse Themen schreibst, dann ist das halt ein Thema, das dich interessieren könnte. Das machen sie zumindest jetzt nicht mehr, wenn sie es vorher gemacht haben, was vielleicht ungeschickt jetzt die Verschlüsselung einzuführen. Also ich gehe davon aus, dass sie es auch vorher nicht gemacht haben. Wo wird denn sozusagen in welchem Land was verwendet? Was ganz spannend ist, wenn man sich Kanada und Vereinigte Staaten anschaut, die erste Säule, falls man die Farben nicht sehen kann, ist blau. Das ist der Facebook Messenger. Das heißt, Kanada und USA ist überwiegend, oder also in USA vor allem überwiegend und Kanada fast gleich auf, wird Facebook Messenger und WhatsApp verwendet. Wenn man sich dagegen anschaut, in Südkorea hat weder der eine noch der andere nennenswerte Marktanteile. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich und Österreich als Beispiel hat 60% Marktanteil beim WhatsApp, nur 31% beim Facebook Messenger. Also es ist nach Geografie das Nutzerverhalten spannenderweise total unterschiedlich. In Spanien sind sogar 97% WhatsApp. Also ganz, ganz lustig, dass diese Nutzerverhalten relativ unterschiedlich sind. Wer verwendet von euch Instagram? Doch, einige. Instagram ist auch von Facebook gekauft worden. Und der Gag dort ist, dass sozusagen Firmen auch über Fotos Werbung an die Kunden rausbringen. Das heißt, dort bespielen sehr, sehr viele Unternehmen mittlerweile schon auch Instagram mit Informationen und Werbung. Und ich kriege halt diese Informationen dann in meine Timeline, in meinen Feed sozusagen hinein. Und über die Hashtags werden diese Dinge gefunden. Es ist vielen auch nicht klar, dass sozusagen Instagram auch zum Facebook-Reich gehört und natürlich auch eines dieser Assets im Facebook-Bereich ist. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, wenn wir schon bei den Fotos sind, das gilt natürlich auch für Facebook, die meisten sind sich auch nicht bewusst, dass wenn man am Handy ein Foto schießt,
dass da sehr, sehr viele Informationen im Foto drinnen gespeichert werden, unter anderem auch, wo man sich gerade befindet, Location Data, mit welchem Gerät und all diese Dinge. Und wenn man das hinauflädt auf einen der Dienste, kann ich natürlich sehr, sehr schön mitkriegen, wo die Leute unterwegs waren und wo sie sich natürlich auch interessiert haben für bestimmte Dinge. Warum hat Facebook Instagram gekauft? Eigentlich aus ähnlichen Gründen wie die WhatsApp-Thematik, weil Studien nahelegen, dass eben die Jugendlichen viel, viel weniger Zeit auf Facebook verbringen, als es die ältere Generation tut. Und dass gerade eben Instagram bei den Jugendlichen viel, viel spannender ist als Facebook. Und das war sozusagen die zweite Akquisition in dem Bereich, dass man halt schaut, dass man ins jugendliche Publikum hineinkommt. Und es gibt ein bisschen Statistiken da, dass eben unter den Nutzern 18 plus, also quasi der komplette Durchschnitt, 20% weibliche und 16% männliche Smartphone-Nutzer Instagram verwenden. Bei den bis 29-Jährigen ist es so, dass 43% der 18 bis 29-Jährigen Instagram verwenden. Also doch ein erklecklicher Anteil, hat fast ein bisschen mit dem zusammenpasst im Raum mit der Umfrage. Also die Zahlen waren sehr ähnlich. Gerne. Mein Sohn ist jetzt 12 und ich beobachte das natürlich sehr. Mein Sohn ist jetzt 12 und da beobachte ich das natürlich sehr intensiv, was für Smartphone-Apps er benutzt. Und Instagram und WhatsApp ist hauptsächlich er benutzt. Das hat aber auch noch andere Gründe. Er ist eben 12 und nicht 13. Und Facebook darf man erst ab 13 benutzen. Und bei Facebook ist es, also das Alter, mit dem man Smartphones nutzt, ist in den letzten Jahren einfach gesunken. Mittlerweile haben ich weiß nicht, in seiner Klasse, glaube ich, 95%, also ich glaube, alle bis auf ein Kind haben ein Smartphone. Ja. Das war mit 11 aber auch schon so. Ja. Und das war aber vor Jahren noch anders. Ja. Und dadurch, dass die immer jünger werden, ist natürlich klar, das, was sie einfach nutzen können, weil es keine großen Hürden gibt, das nutzen sie natürlich auch. WhatsApp hat ja noch einen anderen Vorteil. Ich brauche eigentlich nur eine Handynummer dafür, sonst gar nichts. Ich brauche mich nicht kompliziert anmelden. Natürlich gibt es irgendwo Teilnahmebedingungen, die ich akzeptieren muss. Aber wer liest das schon? Die Kinder wahrscheinlich noch weniger als die Erwachsenen. Und von daher ist es ja nicht einfach, WhatsApp und Instagram zu nutzen. Auf Instagram ist theoretisch das Einstiegsalter auch 13, aber da wird es nicht so streng. Durchgesetzt wie auf Facebook. Eben, wie du auch richtig gesagt hast, die Eltern sind auf Facebook. Ja. Durch die Freude, die man auf Facebook hat, kommt Facebook viel schneller drauf, wenn da Kinder sich Accounts auf Facebook anlegen. Das passiert schon auch, aber die werden relativ schnell gesperrt. Und bei Instagram ist das eben nicht so, obwohl mein Sohn ist auch schon einmal gesperrt worden und hat dann einen neuen Account gemacht. Aber das sehe ich ganz intensiv. Und ja, WhatsApp und Instagram sind da wahnsinnig stark. Facebook hat in der Audience, die halt dann alt genug ist, 14, 15, 16, 17 und so weiter, immer noch eine Relevanz als sekundäres Social Network, wenn man so will, neben Instagram und WhatsApp, das vor allem auch wegen Events. Ja, also sehr viele Events, wenn sich Jugendliche zu Partys treffen oder was auch immer, oder gemeinsam zu irgendeiner Veranstaltung, die von einer Firma, Organisation oder was auch immer ausgeschrieben wurde, so wie halt heute Abend auch, ja, werden auch in der jungen Zielgruppe über Facebook-Events gemacht. Geburtstagspartys werden als privater Event aufgesetzt und so weiter. Und das, da gibt es keine gute Alternative abseits von Facebook. Und deswegen das ist einer der Gründe, wieso da auch noch immer sehr viele sehr regelmäßig auch auf Facebook gehen. Also Instagram ist da nicht ein vollwertiger Ersatz dafür. Instagram ist halt wirklich nur das Posten von Bildern und Videos eigentlich. Und WhatsApp eben die Kommunikation. Der nächste oder der letzte Punkt, glaube ich, ist, vorletzte, Facebook Safety Check, das wird wahrscheinlich noch kaum jemand von euch gehört haben, das war auf der ersten Folie auch drauf. Ich habe eine Nachricht bekommen, dass ich hoffentlich am Erdbeben nicht beschädigt wurde. Gut, ja, also das ist der Dienst, wo eben Facebook anbietet, dass man Verwandte, Bekannte verständigen kann, dass es einem gut geht. Scheint also ein sehr praktischer Dienst zu sein, ist unter anderem auch jetzt bei den Brüssel-Anschlägen verwendet worden, wo man eben nicht ganz sicher war, wer jetzt sozusagen heil aus dem Flughafen rausgekommen ist. Also für solche Dinge ist das sehr, sehr praktisch und ist ein spannender Dienst eben, dass man schauen kann, geht es meinen Leuten ohnehin gut. Und das letzte ist eben Oculus Rift, die Virtual Reality-Brille. Das ist ein Ausschnitt aus einem Online-Posting. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Oculus Rift besagen,
wir sammeln im Grunde genommen alle Daten von dir, wenn du das Ding aufsetzt. Sie sagen zwar nicht genau warum, aber also ich glaube auch nicht, dass es irrsinnig viele Leute gibt, die diese Brillen haben, aber in der Presse ist es schon herumgegeistert, dass sozusagen Größe, Ort, Bewegungen und alles, was sozusagen in dem Umfeld passiert, von Oculus Rift auch gespeichert wird. Und sage jetzt einmal, du hast wahrscheinlich, dass auch die Daten der Brille irgendwie im Datenpool, das über mich angelegt wird, landen, wenn ich so eine solche Brille halt habe. Geht es nicht sogar so weit, dass Sie auch die Rechte daran haben? Also nicht nur, dass Sie sagen, wir sammeln, sondern wir haben auch die Rechte, sie zu verwenden. Naja, das haben Sie grundsätzlich bei allen Diensten. Ja. Ja, also was ich jetzt auch nicht gesagt habe, ich glaube, es ist irgendwo auf einem Slide gestanden, habe ich nicht vorgelesen, oder kommt später, ich weiß es nicht, ich sage es jetzt noch, die Daten kommen auch nicht nur aus sozusagen den Facebook-eigenen Unternehmen, sondern es werden zum Beispiel auch Daten von öffentlichen Registern herangezogen. In Amerika zum Beispiel ist das Auto-Anmelderegister öffentlich zugänglich, kann da jeder reinschauen. Und Facebook lädt in Amerika auch die Daten von öffentlich zugänglichen Registern zu ihren Datenbeständen dazu. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, welches Auto jemand fährt oder welches Auto auf ihn angemeldet ist. Also solche Dinge werden zu den Datenbeständen eben auch dazu geladen. Aktive Benutzerzahlen, wenn man sich das anschaut, dann wachsen die stetig. Das Einzige, was man an dieser Folie wirklich auch gut sieht, ist, USA und Kanada und Europa sind die unteren zwei, die wachsen auch noch immer, aber dramatisch langsamer als die restlichen Regionen. Das heißt, Facebook wächst sehr, sehr stark momentan in APAC, also Asia Pacific, und so wie es so schön heißt, Rest of World. Das heißt, alles, was nicht USA und Kanada und Europa ist, das heißt Afrika und diese Gegenden sind sozusagen dann auch dort dabei. Ist aber das Potenzial natürlich auch nicht mehr groß, wenn man sich die Zahlen anschaut, weil es gibt 300 Millionen Amerikaner und 219 Genau. Jährlicher Umsatz. Schöne Kurve. Knappe 18 Milliarden Dollar nehmen die derzeit ein. Aktienkurs. Ich hoffe, ihr habt alle Facebook-Aktien. Du wolltest dazu? Ja, ich wollte dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ja. Also ich war ja zusammen. Jawohl, jawohl. Verzeihung. Ja, aus. Ja, kleine Anekdote zum Thema Facebook-Aktien. Ich mache seit 2009 Facebook-Werbung, darüber werde ich später noch reden, für meine Kunden. Ja, und habe denen schon im Namen meiner Kunden über 1 Million Euro überwiesen. Ja, also von den Umsätzen, die wir da vorher gesehen haben, geht ein Teil durch meine Agentur durch. Aber man dachte natürlich, jetzt gehen die endlich an die Börse. Wann war das? 2013 irgendwann. Jetzt werde ich doch ein bisschen was von meinem hart ersparten Geld vielleicht in Facebook stecken, weil ich glaube ja an die Firma, sonst würde ich nicht Facebook-Werbung machen. Ne? Dann haben sie den Aktienkurs da hochgehypt, ist durch die Medien gegangen. Der IPO, viel zu teuer, viel zu teuer. Und ich habe natürlich das, was jeder Aktienleihe macht, in Panik nach dieser ersten Talfahrt hier verkauft. Ja? Das waren damals ungefähr 30 Dollar, ist dann runtergegangen auf 20 und ich habe in Panik verkauft. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich jetzt ein bisschen mehr Ersparnisse, weil wie man sieht, sind wir jetzt auf 112 Euro oben. Also das ist oft sehr schwer, diese neuen Firmen, wenn sie an die Börse gehen, auch einzuschätzen und ihr Potenzial einzuschätzen. Aber ich habe für die Zukunft gelernt, wenn ich an ein Unternehmen glaube, sollte ich auch dabei bleiben und nicht gleich nach ein paar Tagen abspringen. Daten. Bei Facebook geht es also klarerweise um Daten. Facebook, Christian hat es gerade gesagt, verkauft Werbung und damit machen sie das Geld. Daten. Verkauft Facebook Daten? Nein, weil sie waren blöd, wenn sie es tun hätten. Das ist ihr Asset. Und alles zu wissen von ihren Kunden ist sozusagen der Grund, warum der Christian Facebook verwendet, um Werbung an Kunden zu bringen. Das heißt, Facebook lebt von den Daten, sie werden aber sicher die Daten nicht verkaufen, weil sie sonst ihr Asset aufgeben würden. Es kommt auch oft vor, dass also quasi diskutiert wird darüber,
verkauft Facebook Daten. Nein, das tut es nicht. Vertragliche Grundlagen. Es gibt zwei Verträge, die man mit Facebook schließt. Wenn man das Kleingedruckte nicht liest, sagt man okay und ist drinnen. Das sind die zwei Verträge, die dahinter stecken. Die URLs sind dabei, kann man sie durchlesen, falls man einmal Zeit und Muße hat. Das eine sind die Nutzungsbedingungen, Rechte und Pflichten des Benutzers, Einräumen von Rechten gegenüber Facebook, Zustimmung zur Verarbeitung der Daten in den USA. Ja, die Daten von Facebook liegen klarerweise in einem Rechenzentrum oder in mehreren Rechenzentren in den Vereinigten Staaten. Und die Datenrichtlinie, die definiert, wie Daten erhoben und verarbeitet werden und wie diese Erhebung durch Dritte und die Weitergabe auch an Dritte passiert und was dabei sozusagen weitergegeben wird. Das ist die Privacy Explanation, die da unten zu lesen ist. Kann man sich einmal bei Muse durchlesen. Aufgrund welchen Vertrages oder aufgrund welchen Abkommens hat Facebook die Daten in den USA liegen? Safe Harbor. Safe Harbor, korrekt. Noch immer, weil es gibt eine Schonfrist und jetzt wird das Zeug ja gerade ersetzt durch Privacy Shield, das gerade diskutiert wird. Und da geht es darum, dass sozusagen gegenüber Bürgern der Europäischen Union amerikanische Betreiber bestimmte Dinge garantieren. Also zum Beispiel, dass man verhindert, dass Massenüberwachung stattfindet, ist jetzt in dem Privacy Shield drin, als einen der Themen, weil man ja durch Snowden draufgekommen ist, dass also offensichtlich da mehr in die Daten hineingeschaut haben, als uns lieb war. Und diese Regulierung sozusagen an Privacy Shield wird sozusagen den Safe Harbor ablösen, definiert, was ein amerikanisches Unternehmen mit den Daten für europäische Bürger tun darf oder auch nicht tun darf. Safe Harbor ist das Papier nicht wert gewesen, auf dem es gestanden ist, weil eben in Amerika massenhafte Überwachung stattgefunden hat und im Grunde genommen jede amerikanische Regierungsagency offensichtlich Zugriff auf alle Daten da gehabt hat, die auch über Datenleitungen drüber gelaufen sind, die nicht verschlüsselt waren allesamt damals, WhatsApp auch. Das heißt, die NSA hat damals mitlesen können, was man sich auf WhatsApp unterhält, sie hat mitlesen können, was man auf Facebook tut und es gibt die ein oder anderen Hinweise dafür, dass auch in dem ein oder anderen Rechenzentrum gesessen sind. Privacy Shield soll das verhindern und soll eben dann damit die Grundlage dieser Verarbeitung der Daten in den USA sein. Ist da auch mitgedacht, dass die, so wie es üblich ist, dass man an Daten auszukriegen von dem, was... Komme ich dazu. Okay. Und ich sage euch auch dazu, was ich davon halte nachher. Datenerhebung durch Facebook, da ist ziemlich quasi umfassend definiert, was man, was Facebook selbst erhebt. Im Grunde genommen all das, was ihr auf Facebook tut. Was eben spannend ist dabei, ist natürlich Name, Adresse, E-Mail, Geburtstag, Verwandtschaftsverhältnisse, kann man ja in Facebook angeben. Standorte. Das ist eben das, was sich viele nicht ganz im Klaren sind. Also wenn ich ein Foto hochlade, dann ist dort drinnen in den EXIF-Dateien vom Foto einige Informationen, unter anderem der genaue Standort, Kommunikation durch Nachrichten in Facebook, Metadaten aus Fotos, Interaktionen auf der Benutzeroberfläche, eh logisch, alles was ich tue, Daten anderer Benutzer, das ist schon spannender, nämlich ihr habt ja auch Freunde auf Facebook, die mit euch interagieren. Und natürlich auch in dieser Interaktion sind Informationen drinnen. Ich weiß nicht, ob das noch immer ist, aber es gab mal diesen Freundefinder, dass Facebook ja wollte, dass man Kontakte hochlädt. Mir ist das jetzt schon länger nicht mehr passiert. Ich weiß nicht, ob es das Ding noch gibt, aber früher war das immer so, wenn man in Facebook eingestiegen ist, hat er gesagt, magst du mir nicht deine Outlook-Kontakte alle zur Verfügung stellen? Dann laden wir das ganze Adressbuch hoch und ich lade alle deine Freunde ein. By the way, das ist in Österreich strafbar. Weil man muss nämlich den anderen fragen, ob man das tun darf. WhatsApp tut das, glaube ich, nach wie vor. Ja, WhatsApp tut das nach wie vor. Wenn ich WhatsApp einsteige mit der Mobiltelefonnummer, wird das komplette Telefonbuch gescannt und ich weiß sofort, alle meine Freunde, die online sind, brauchst nicht eintragen, super bequem, aber halt datenschutzrechtlich ziemlich bedenklich, weil wenn ich im Adressbuch von jemandem drinnen bin, wissen die sofort, dass es mich gibt und wer ich bin, auch noch dazu. Ne? Geräteinformationen klarerweise von jedem Gerät, an dem ich eingeloggt bin, Standortdaten von dem Gerät, WLAN-Informationen, Adressen und sonst etwas. Bitte sich das zu merken, ich komme dann beim Datenauszug noch kurz darauf zurück. Erhebung durch Dritte, durch Cookies und andere Tracker. Ihr kennt sicher diese tollen Webseiten, wo euch eure Freunde entgegengrinsen, dass sie diese Facebook-Seite auch geliked haben. Sobald man so einen Box auf der Webseite hat,
weiß Facebook natürlich, dass ich sozusagen dort vorbeigesurft bin. Vor allem dann auch, wenn ich in Facebook eingeloggt bin, weil dann weiß Facebook, dass ich das bin und kann diese Daten ganz spannend bei mir dazu speichern. Andere Tracker, es gibt Werbenetzwerke, die verwendet der Christian in seinem Job sozusagen auch mit Facebook mit. Das ist Atlas und DoubleClick. Atlas war früher, glaube ich, Microsoft mal, wenn ich mich recht entsinne, hat Microsoft dann an Facebook verkauft. Und DoubleClick ist sozusagen die Geschichte, die Google kehrt, und da gibt es dann noch 10 andere, die auch noch dazugehören. Webseiten mit Like-Buttons, also wo auf der Webseite so ein Knöpfli drauf ist, dass ich einen Artikel like oder sonstige Dinge. Bei vielen Webseiten ist es mittlerweile so, dass das ein Zwei-Klick-Verfahren ist. Das sind die braven Webseiten, weil da muss ich zuerst sozusagen das einschalten, dass ich überhaupt Facebook nutzen möchte, und erst dann kann ich sagen, so, jetzt mag ich diese Seite. Davor sieht mich Facebook noch nicht. Und eben freie Datenbestände und Register, Autozulassung stellen, andere Register, die frei verfügbar sind, werden dort mit hineingeladen. Was geschieht mit diesen Daten? Ja, eigentlich nichts Besonderes. Also in Wirklichkeit das, was die Stasi heute auch gemacht hat. Es legt eine Personenakte an. Noch nichts Schlimmes. Ne? Die steckt also irgendwie im Ordner, und da drinnen steht alles drinnen, was Facebook über mich weiß. Also solange die Daten nur bei Facebook liegen und nur Werbung darüber verwendet wird, sozusagen, ja, ist nicht so böse. Christian hat auch gesagt, ich kriege lieber Werbung für Dinge, für die ich mich interessiere, als unnötige Werbung. Stimme ich ihm auch zu. Aber die Thematik ist halt, dass diese Akte durchaus sehr umfangreich ist. Ich zeige euch nachher dann noch ein Foto, wie umfangreich sie ist. Ja? Es ist mittlerweile bekannt, dass Fotos auch schon automatisch ausgewertet werden, natürlich Gesichtserkennung. Ja. Macht der Facebook auch noch gerichtet, was aufgrund der publizierten Fotos Personen identifiziert und auch von der Beziehung der Personen wissen wir nicht. Aufgrund des Bildes identifiziert. Wissen wir nicht, aber was sie sicher machen, ist, wenn die Personen getaggt werden. Genau. Weil du kannst ja markieren und sagen, in diesem Raum, ich mache ein Foto von euch, und das ist der Erich und das ist der Georgi, dann wissen sie es natürlich. Sie könnten natürlich auch die Suche drüber laufen lassen, technisch wäre es möglich. Offiziell in Europa nein. Ja. Also in den USA. Wir wissen es nicht, ja? Also ob sie es im Hintergrund machen, kann kein Mensch sagen. Sie haben es ja gemacht, also sie haben es dann wahrscheinlich auch. Aber sehr, sehr kurz. Ich kann mich erinnern, da gab es schon mal eine Periode, wo man das gehabt hat. Dann war die Frage, kann man die Daten herunterladen? Das geht in dieser Sequenz, oben rechts anklicken, unter Einstellungen, lade eine Kopie deiner Facebook-Daten herunter, kann man tun. Habe ich auch gemacht, weil mich interessiert hat, was da drinnen ist. Also das, was man kriegt, ist relativ unverfänglich. Das schaut aus wie Facebook in einer Word-Datei. Ich fange mal was ein. Der Datenschutz, da nehmen Sie ihn sehr ernst, weil man kriegt auch Chats hier, oder wird man das schaut. Und zwar nur den Teil, den man selber geschrieben hat. Das ist sehr lustig. Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, obwohl es von mir sicher Bewegungsprofile da drinnen gibt, habe ich keins gefunden. Ja? Also das ist im Datenauszug nicht drinnen. Also in Wirklichkeit sehe ich in diesem Auszug eigentlich das, was online in Facebook fast auch zu sehen ist. Es ist eigentlich nichts wirklich Überraschendes da drinnen. Ihr kennt die Person auf dem nächsten Foto, Max Schrems. Der Max Schrems hat ja auch einmal einen Auszug seiner Daten beantragt, und da war Facebook noch nicht so weit, dass das automatisiert gegangen ist. Und das war das, was er zurückgekriegt hat. Und in diesem Datenauszug seiner Daten war wirklich alles drinnen. Also das war sicher bei weitem mehr als das, was man sich selber jetzt runterladen kann. Und unter anderem waren bei ihm eben auch Bewegungsprofile drinnen, die bei mir definitiv fehlen. Also das ist ganz, ganz sicher was, was da in dem Stapel Papier drinnen war, was aber aus dem Auszug, den man runterkriegt, nicht drinnen ist. Das heißt, mein Gefühl ist, ich sage es jetzt einfach nur mal ein bisschen flapsig, das, was man da jetzt kriegt, ist eigentlich eine Nona-Net-Geschichte. Also das, was man ohnehin Facebook sieht, das, was der Max Schrems gekriegt hat, war damals tatsächlich der komplette Auszug. Der Max hat auch einmal gefragt, Facebook, in einer Interaktion, die er mit ihnen gehabt hat, warum wart ihr nicht so deppert, dass ihr mir das geschickt habt? Und die Antwort war, Entschuldigung, das ist bei uns irgendwie da im Konzern hin und her gegangen, und das ist zu einem gekommen, der nicht gewusst hat, was er tut. Also dieser Dialog war relativ ehrlich.
Und das kam halt raus, ja, also das ist dieser Stapel, den der Max gekriegt hat. Ja, Frage, wer ist denn jetzt für die Einhaltung der Datenschutzregeln zuständig? Es gibt ja in Österreich Datenschutzgesetz und man muss ja da halten und vielleicht... Die Datenschutzbehörde. Ja, wer war das? Du. Wer weiß, wie groß die irische Datenschutzbehörde ist? Das sind auch drei Leute, glaube ich. Der Max hat ein Foto dazu, ihr könnt es im Facebook suchen, im Internet suchen, googelt es einfach, irische Datenschutzbehörde. Man sieht auf dem Foto einen riesen Supermarkt, irgendwo in the middle of nowhere. Auf der rechten Seite des Supermarkts ist ein kleines Tier und dort drinnen sitzt der Commissioner für quasi Data Protection in Irland. Und der ist zuständig für die Regulierung von Facebook, Apple, Microsoft und eine ganze Tonne anderer auch noch. Super. Ist Google rein? Ja, Google ist auch. Also alle, in Wirklichkeit. Mit anderen unheimlich effizient, ne? Mit ja. Warum sind diese Konzerne alle in Irland? Wegen den Steuern. Wegen den Steuern. Warum in Irland? Es gab ein cooles Konstrukt. Das heißt Double Irish with a Dutch Sandwich. Kann man auch googeln. Wenn ich in Irland meine Einnahmen bekomme, dann ist es so, dass wenn ich das Ding zweimal hin und her fakturiere zwischen Irland und Holland, dann kann ich im Grunde genommen die Gewinne irgendwo in eine Bananenrepublik exportieren, wo ich keine Steuern mehr zahle. Und meine Befürchtung ist, dass all diese Konzerne genau das tun. Ein Konzern, bei dem das spannend ist, weil das funktioniert nämlich über Lizenzgebühren. Das heißt, ich bezahle so viele Lizenzgebühren in einem Land, dass quasi kein Gewinn überbleibt. Einer, der das in Österreich auch tut, der war vor kurzem mal in den Medien deswegen, ist IKEA. Die Marke IKEA ist in Österreich so teuer, wie der gesamte Gewinn von IKEA ist und deswegen macht IKEA in Österreich keinen Gewinn. Deswegen zahlen sie auch keine Steuer. Weil wer keinen Gewinn macht, zahlt keine Steuer. Und diese Lizenzgebühren landen dann irgendwo in Irland und über Irland dann in irgendeiner Bananenrepublik, wo es keine Gewinnsteuer gibt. Und einige dieser Leute, die bei solchen Konstrukten helfen, haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen oder vorige Wochen in den Medien gehabt. Ne? Das ist diese, wie heißen die, Fonseca-Leute, die dann dort irgendwelche Konstrukte bauen, dass man gar nicht mehr weiß, wer sozusagen im Endeffekt das Geld kriegt. Malta. Was macht Facebook mit den Daten? Wir haben es vorher schon gesagt, Werbung. Da gibt es ein schönes Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinaufgeworfenes Geld. Blöderweise weiß ich nicht, welche Hälfte. Und das war früher tatsächlich so, weil wenn ich weiß nicht, eine Plakatwand gepickt habe oder Zetteln verteilt habe, dann sind halt ganz ein großer Teil dieser Zetteln irgendwie im Mistkübel gelandet und halt irgendwie jemanden getroffen, der halt gerade keinen Ford kaufen wollte. Ich wusste ja auch nicht, ob die Person gerade zu dem Zeitpunkt sich für Auto interessiert und all diese Dinge. Wenn man sich überlegt, dann ist genau das der Grund, warum Facebook so erfolgreich ist. Ich kann nämlich die Werbung genau dort schalten, wo sie auf fruchtbaren Boden fällt. Und das ist der Gag, warum die ganzen Unternehmen Facebook-Werbung verwenden. Weil ich kann damit verhindern, dass sozusagen ein großer Streueffekt ist und die Werbung sozusagen für ein Mistkübel produziert wird. Und genau das zeigt uns jetzt der Profi. Ich gebe einmal das Mikrofon weiter. Vielleicht